besonderer Tag für jeden Nationalsozialisten. Überall im Reich hängen Hakenkreuzfähnchen aus dem Fenster. Ein Feiertag für Millionen. Der 20. April, Führers Geburtstag. Adolf Hitler ließ sich bejubeln. Sorgsam inszenierter Führerkult. Doch mit jedem Jahr wurde auch der geliebte Führer älter. Er selbst machte sich Gedanken über seine Nachfolger, nannte Göring und Hess. Generell galt, das Regime benötigte gut ausgebildeten Führungsnachwuchs für die Zukunft. Robert Ley, einer jener alten Kämpfer der NSDAP, im Nazistaat aufgestiegen zum Reichsorganisationsleiter der Partei, hatte sich wie einige andere NS-Größen seine Gedanken gemacht. In Elite-Schulen, sogenannten Ordensburgen, wollte er den Nachwuchs des Dritten Reichs für Partei, Staat und Militär heranzüchten. Vier Standorte waren vorgesehen. Sonthofen im Allgäu, Vogelsang in der Nordeifel, Kressinsee in Pommern und auf der historischen Marienburg des Deutschritterordens in Westpreußen. Am 24.04.1936, vier Tage nach Hitlers 47. Geburtstag, wurde die Idee in die Tat umgesetzt. Die Einweihung der Ordensburg Kressinsee. Der Führer persönlich hält die Eröffnungsansprache. Nun setzen wir mitten in die deutschen Lande hinein. Die Burgen einer neuen Organisation, die nur dem deutschen Wesen allein dient, aus deutschem Wesen gekommen ist, die sich dem deutschen Volk allein verantwortlich fühlt und von ihm ihren Generalauftrag erhält, nur diesem deutschen Wesen zu gehorchen, seine Befehle entgegenzunehmen und die Aufgaben, die sich daraus ergeben, zu erfüllen. Das ist etwas Neues in der deutschen Geschichte. Die zukünftigen Fackelträger der Nation sollten zu gläubigen, willfährigen Werkzeugen des NS-Regimes ausgebildet werden. Die Ordensburg Sonthofen im Allgäu. Auch sie wurde von 1934 bis 1936 gebaut, mitten hinein in ein grandioses Alpenpanorama. Der Bau auf der grünen Wiese hatte Methode. Der Erfinder der Ordensburgen, Robert Ley, drückte es so aus. Wo Sie stehen, war vorher nichts. Ich wollte keine alten Burgen und Schlösser umbauen, denn ich bin der Überzeugung, dass man diese neue, gewaltige Weltanschauung Adolf Hitlers nicht in alten, modrigen und verstaubten Gebäuden predigen und leben kann. Den Architekten Hermann Giesler freute es. Er konnte aus dem Vollen schöpfen. Der Bau der Ordensburgen war für die betroffenen Regionen ein veritables Arbeitsbeschaffungsprogramm. Auf der Großbaustelle Sonthofen, wo neben der Burg auch noch zwei Kasernen gebaut wurden, fanden hunderte Männer Arbeit. Die Arbeitslosenrate sank beträchtlich. Damals waren nahezu 1000 Leute beschäftigt, alleine mit der Bau dieser sogenannten Burg. Und das hat natürlich damals schon enormen Aufschwung gegeben. Es kamen ja viele Leute, auch Arbeitskräfte von außerhalb, aus allen Bereichen heraus. Auch Spezialisten wurden hierher versetzt, die dann den Bau dann abgewickelt haben. Das war schon ein wirtschaftlicher Aufschwung, natürlich auch vom Know-how her, Bau. Bereiche, die ganzen Bauberufe, Baunebenberufe haben damit natürlich auch einen Aufschwung und ein zusätzliches Element erhalten. Die Harmonie großer Maße. 1000 Ordensjunker sollten in Sonthofen Platz finden.
Und das, obwohl Lai schon über einen großen Schulungsapparat mit Gau- und Kreisschulungsburgen verfügte und auch andere Gliederungen des NS-Staates sich der Nachwuchsförderung annahmen. Reichsführer SS Himmler hat sich zwei Junkerschulen gebaut, in Braunschweig und in Bad Tölz. Und Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädchen hatten ihre eigenen Reichsführerschulen und Gebietsführerschulen. Und die SA, die war ja nach der Machtergreifung Hitlers als revolutionäre Truppe eigentlich funktionslos geworden, die war danach eigentlich eine einzige Erziehungseinrichtung. Warum also diese Burgen? Ich denke, das ist nicht nur zu einem gewissen Prozentsatz rational zu erklären. Die Hauptgründe liegen sicherlich in der Person von Lai. Lai war, und da stimmte er eigentlich mit allen führenden Nationalsozialisten überein, die an die Macht kamen, innerhalb des Systems an die Macht kamen. Lai war extrem geltungssüchtig, er war machthungrig und er war vor allem bausüchtig. Die größte Holzkassettendecke Europas. Und auch im Detail wurde nicht gespart. Die Ordensburgen waren zuerst einmal Repräsentationsbauten. Selbstdarstellung im Gigantismus der braunen Machthaber. Über das genaue Nutzungskonzept hatte sich Lai noch keine Gedanken gemacht. Die Burgschenke fasst über 300 durstige Zecher. In rustikalem Ambiente, Götz von Berlichingen grüßt die NS-Elite von morgen. Nazi-Größenwahn bis hin zum Schnitzwerk. Ein 4,5 x 3 Meter großes Hoheitsabzeichen der NSDAP. Offiziell waren die Burgen ein Geschenk der Deutschen Arbeitsfront an die Partei. Doch wer bezahlte wirklich für den Pomp? Die drei Ordensburgen haben letzten Endes alle Deutschen finanziert, die irgendeiner Arbeit nachgingen. Die waren nämlich Zwangsmitglied in der Deutschen Arbeitsfront. Die wiederum war entstanden aus den zerschlagenen deutschen Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden, sodass jeder, der irgendwo arbeitete, seine DAF-Beiträge entrichten musste. Und von diesem Geld, das unterm Strich hunderte Millionen pro Jahr waren, sind unter anderem die Ordensburgen gebaut worden. Die Namensgeberin der Trutzbauten steht in Westpreußen. Die Marienburg des Deutschritterordens ist die größte historische Ordensburg. Die Nazis sahen in den im Osten kolonisierenden Rittern Vorkämpfer des kulturell hochstehenden Deutschtums gegen die barbarischen Ostvölker. Den braunen Machthabern passte auch der mittelalterliche Ritterkodex Ehre, Treue, Mut gut ins Konzept. Das vierte Bollwerk bei der Marienburg wurde jedoch nie gebaut. Die Zeit lief ihnen davon. Zuerst galt es, die tapferen, treuen Junker, die NS-Elite von morgen, zu finden. Ein unverzichtbares Hilfsmittel, der Arier-Nachweis. Ein weiteres Auswahlkriterium, die Mitgliedschaft in einer der Gliederungen der Partei. Und damit begann dann der Weg, dass ich eine Aufforderung bekam, entsprechende Unterlagen beizubringen. Es war zum Beispiel Voraussetzung, dass man Arbeitsdienst und Wehrdienst hinter sich gebracht hatte, dass man ein gewisses Alter, 25 Jahre, nicht überschritten hatte, dass man einen Nachweis der arischen Abstammung erbracht hat, dass man Ehetauglichkeitszeugnis vorgelegt hat. Das waren wohl die wesentlichen Dinge, die man im Voraus vorlegen musste, um in den Kreis der Bewerber aufgenommen zu werden. Wer bewarb sich bei Robert Lai um die Ausbildungsstelle als Junker? Soziologisch gesehen gehörten sie zur oberen Unterschicht bzw. zur unteren Mittelschicht.
Viele von ihnen waren arbeitslos und sahen hier eine Möglichkeit, Karriere machen zu können. Vorgeschlagen wurden die Bewerber für diese Stellen, für die Junkerausbildung von den jeweiligen Kreisleitern. Dann ging das über die Gauleiter weiter und wurde dann zentral an den Leiter der Deutschen Arbeitsfront, der auch diese Burgen gebaut hatte, Dr. Robert Ley, weitergeleitet. Und der hat dann handverlesen persönlich die Bewerber für die Ordensburgen ausgewählt. Rassisch einwandfrei und körperlich völlig gesund mussten sie sein. Ein Arzt, der war in SS-Uniform, hat mich untersucht, hat gesagt, Sie sind gesund. Kriege nach einer grauen Zeit Nachricht am 16. Oktober 1937. Eintreffen in Krössensee in Pommern. Fahrt zur Ordensburg Krössensee. Das bedeutet Fahrt durch pommersches Land. Dann fahren wir durch Wald, durch tiefen, dunklen Wald. Und in diesem Dunkel blinkt manchmal das Auge eines Sees auf. Noch einmal macht die Straße eine Kehre. Noch einmal steigt der Weg empor. Dann liegt sie vor uns in ihrer Wucht und Größe, die Ordensburg Krössinsee. Der erste Lehrgang in Krössinsee. 500 Junker, die handverlesene Elite des NS-Staates. Auf den drei Ordensburgen war geplant, die künftige Führungselite des Nazistaates zu erziehen. Es war vorgesehen, dass die Junker genannten Schüler für jeweils ein Jahr auf jeweils einer der vier Ordensburgen geschult werden sollten. Die vierte Ordensburg ist allerdings nie gebaut worden, sodass man heute eigentlich im Nachgang sagen muss, es hat nie einen fertigen Junker im Sinne dieses Naziregimes gegeben. Wie hätte ein fertiger Junker aussehen sollen? Eine Inschrift verdeutlicht den Anspruch. Ihr seid die Fackelträger der Nation. Ihr tragt das Licht des Geistes voran im Kampfe für Adolf Hitler. Robert Leys Vision vom neuen Menschen. Er sollte ein für jede Führungsaufgabe im Deutschen Reich geeigneter Mann sein, der beispielsweise in der Lage sein würde, Gauleiter oder Kreisleiter an jeder beliebigen Einsatzstelle in Deutschland zu sein. Für dieses ehrgeizige Ziel stellte Ley seinen Junkern über 200 Pferde zur Verfügung. Seine Begründung? So werden diese Männer reiten lernen. Nicht um einem gesellschaftlichen Vorurteil zu huldigen, sondern sie sollen reiten lernen, um das Gefühl zu haben, ein lebendes Wesen absolut zu beherrschen. Er muss das Pferd beherrschen können. Nicht mit den Sporen, sondern mit seinem Willen. Die NS-Ideologie vom Triumph des Willens. Bei der Junkerausbildung in der ersten Station auf der Ordensburg Krössensee stand sie auf dem Prüfstand. Mit welchen Mitteln sollten die Junker zu bedingungslos gehorsamen Soldaten der Politik und fanatischen Predigern der nationalsozialistischen Idee erzogen werden? Sport, in den ganz wesentlichen Sport. Zum Beispiel Reiten, Tennis, Boxen, alle möglichen, Schwimmen, Kanu fahren, Tauchen und über Balken gehen und nicht abstürzen oder Gleichgewicht halten. Also es war hochinteressant. Eine Sache ist mir beispielsweise Erinnerung, dass über den Tragekanal, wo links und rechts hohe Bäume standen, ein Seil gespannt war. Und eine ganz simple Angelegenheit, also alle mussten dann mal von der einen Seite das Seil entlang auf die andere Seite hangeln. Und manchem ist passiert, dass ihn in der Mitte, wenn es dann wieder bergauf ging, die Kraft in den Armen und in den Fingern ausging und er plumpste dann in den Kanal. Das war alles
keine Sache, die Leute wurden versorgt, dass sie wieder trockenen Fußes waren. Die durften in die Burgschenke gehen und sich einen Cognac oder etwas einschenken lassen, um eben keine Erkältungskrankheiten zu bekommen. Das Herz eines Boxers kennt nur eine Liebe, den Kampf um den Sieg ganz allein. Siegen lernen durch Sport? Es musste jeder mal boxen, ich glaube eine Minute. Und da hat man mal gemerkt, was das erfordert hat. Also nach einer Minute konnte man überhaupt, wenn man da nicht trainiert, die Arme nicht mehr hochheben. Ne? Das Herz eines Boxers muss alles vergessen, sonst schlägt ihn der nächste Knockout. Ein guter Boxer wurde noch lange kein guter Parteiführer. Das wussten auch die Nazis. In Kressensee stand deshalb auch charakterliche Bildung und weltanschauliche Schulung auf dem Programm. Es waren ja für jede Burg verschiedene Themen und jede Burg hatte ihr speziellen Gebiete für die Ausbildung. Die ganze Palette der nationalsozialistischen Weltanschauung wurde in den Lehrplan gepackt. Die Geschichte der germanischen Vorfahren, die Lebensraumfrage, natürlich Antibolschewismus und Antisemitismus. Rassenkunde war Pflichtfach. So wurde ein unreflektiertes Überlegenheitsgefühl in die jungen Männer eingepflanzt, denen heute Deutschland und morgen die ganze Welt gehören sollte. Das war eine Bewegung, die uns derart mitriss, dass wir mit Begeisterung das alle machten. Und die Vorgesetzten, die wir hatten, also die Ausbilder, die waren auch ganz kollegial und ordentlich. Die Leute wussten eigentlich gar nicht, wofür sie ausgebildet werden. Das war in der SS anders. Da mussten die Führeranwärter zum Beispiel ein Praktikum im Konzentrationslager machen, um schon mal die Terrormethoden kennenzulernen. Aber die wussten eigentlich nicht, für was sie ausgebildet werden. Im Grunde ging es darum, wie Ley so gern sagte, ganze Kerle zu erziehen. Erziehungsziele waren Gemeinschaftssinn, weltanschauliche Gläubigkeit und blinder Gehorsam. Die Methoden, Ausschaltung jeglicher Individualität, Negieren der Moral, Einschwören auf einen Führer. Es galt Leys Satz: Wer versagt oder gar den Führer verrät, wird persönlich mit seiner Frau und seinen Kindern vernichtet. Bekam man so wirklich fähigen Nachwuchs? Es war zu viel an Konstruktion der Vielseitigkeit und der Verwendungsfähigkeit. Der Führerwille blieb immer offen. Man wusste ja nicht genau, was eigentlich gewollt war. Aber man war immer bereit, vorbehaltlos dem Führer zu glauben. Das war die Hauptsache auch für Hitler. Die nächste Station der Führerausbildung, die Ordensburg Vogelsang. Aus der herben Landschaft der Eifel heraus erstand die Ordensburg Vogelsang. Das gewaltige Mauerwerk der hochstrebenden Türme, die Bauten und Höfe und die monumentalen Plastiken sind Ausdruck eines starken, neuen Geistes. Die neuen Gebäude, in denen sich der neue Geist entfalten sollte, haben mit ihren Namensgebern, den mittelalterlichen Burgen, wenig gemein. Wie lassen sich die Bauten von Clemens Klotz architektonisch einordnen? Es wird immer gefragt, ist das Architektur des Nationalsozialismus? Es gibt kein Architekturprogramm des Nationalsozialismus und somithin auch nicht die typische Architektur des Dritten Reiches, sondern es ist immer ein Eklektizismus, sagen wir, eine Ansammlung von verschiedenen Zitaten aus der Herrschaftsarchitektur. Sie finden da drin Elemente, die Sie in der ägyptischen Baukunst finden, genauso gut wie in der babylonischen Baukunst schon. Das geht also weit in die Historie zurück. Sie finden Zitate betreffend barocke Terrassenanlagen. Sie finden natürlich auch altgermanisches oder das, was man
dafür damals hielt. Also das war eindeutig Ziel. Die Partei wollte sich darstellen und wollte beeindrucken, wollte repräsentieren in der Architektur. Das Ganze ist sehr groß angelegt. Es ist in die Landschaft hinein komponiert. Wenn man unten steht, fühlt man sich ganz klein und beeindruckt. Und dann sieht man diese Anlage, die den Berg hinauf komponiert ist. Das heißt, der Mensch steht ganz klein unten und guckt nach oben. Doch damit waren die braunen Herren noch nicht zufrieden. Es war ihnen noch nicht monumental genug. Es waren noch weitere Gebäude geplant auf dem oberen Plateau, die dann natürlich durch Kriegsbeginn nicht mehr zustande gekommen sind. Es war auf dem Gipfel das sogenannte Haus des Wissens geplant. Eine riesige Anlage mit Hörsälen, mit Ehrenhainen, mit Ehrengrüften, mit Bibliotheken. Es war ein KDF-Hotel geplant für 2000 Personen und ein Stadion, ein Sportstadion, das die Ausmaße des Olympiastadions in Berlin weit in den Schatten gestellt hätte. Leben und Lernen auf der Ordensburg war militärisch organisiert, eingeteilt in Kameradschaften, Hundertschaften, Bereitschaften. Über allem stand und herrschte der Burgkommandant. Damals war Kommandant Manderbach, der aber im Juni 1939 abgesetzt wurde, sehr spektakulär. Das war natürlich insofern eine peinliche Angelegenheit, dass der Kommandant, der natürlich genauso rassistisch war, genauso auch gegen die Kirche eingestellt war, ein Töchterlein hatte. Und dieses Töchterlein wurde 1938 heimlich, in der Heimat übrigens, katholisch getauft. Das konnte man natürlich nicht verheimlichen. Und ich kann mir also lebhaft vorstellen, wenn dann 500 Männer in ihrer entsprechenden Uniform lautstark über den Appellplatz schreiten und rufen, was hat unser Kommandant mit dem Pfaffen und dem Papst gemeint?